Ja, moin moin Freunde der weltbesten Freizeitbeschäftigung. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV. Ich habe mir Dark Souls 3 vorgeknöpft. Das Spiel, auf das ich mich dieses Jahr am meisten gefreut habe, hat auch bisher meine Erwartungen teilweise mehr als erfüllt, teilweise auch weniger. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Zugang zu Arno Londo gefunden. Bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall einen bockschweren Boss. Ich denke mal, dahinter wird es weitergehen. Ich habe mich jetzt ganz nackig gemacht, weil ich einfach viel zu langsam bin für den. Zwar schon ein paar schöne Rüstungen und sowas gefunden, aber das bringt mir alles nichts. Und der mich mit zwei, drei Schlägen weghaut, weil ich mich nicht bewegen kann. Habe ich noch nicht gesehen, das ist gut. Ob ich da ringtechnisch noch irgendwas machen kann. Das ist wichtig. Das Geschick, dass ich ein bisschen geschickter rolle, das ist wirklich wichtig. Das unsichtbar machen da was bringt, das weiß ich nicht. Bei ihm. Das ist auch wichtig. Aber der Ring. Blutungsschaden macht er auch nicht. Na, ich lasse das mal so. Ja, Sullivan heißt der gute Freund und ist ultra schnell. Also jetzt hat das Spiel wirklich mindestens Bloodborne-Niveau. Ich bin auch nicht so hoch gelevelt. Also das ist wirklich, boah. Hammerhart. Weg, 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 weg. Der ist so schnell hinter einem wieder. Thank you.
Alter Schwede. Der Typ ist abgefahren. Boah. Boah. Meine Herren, ey. Boah. Ich hoffe, ich komme hier nach Anor Londo irgendwie. Aber ich gehe erstmal wieder zum Leuchtfeuer, sage ich schon. Feuerbandschrein zurück, um erstmal aufzuleveln. Also langsam wird das echt heavy hier. Und dann ziehe ich mir Klamotten an. Und hoffe, dass ich mich dann einigermaßen oder schnell genug bewege für die Gegner, die kommen. Also anfänglich war das Spiel wirklich zu einfach. Und das erste Drittel ist wirklich Dark Souls-like, aber einfacher. Und mittlerweile hat das so angezogen, also das geht ja schon wirklich so mindestens in Richtung Bloodborne. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ja. Das ist nicht so schlecht, die Söldnerrüstung. Aber wiegt so viel. Dann nehme ich doch die, das ist eine gute Alternative. Der ist mal noch beweglich. Ich merke schon, dass ich wirklich zu langsam und unbeweglich bin. So. Welcome home, speak. Very well. Then top heck nourish. Ja, ich bin jetzt Stufe 49. Einmal. Ich kann noch einmal aufleveln. Das ist dürftig. Da habe ich noch ein paar Seelen über. Dass ich noch ein bisschen was zusammenkriege. Ja, mir fehlt leider noch eine. Oh, Kampfesmütig. Ja, die reicht auf jeden Fall. Boah, auch locker, alles klar. Ja, das war's schon. Mir fehlt leider. Was wollte ich gerade sagen? Boah, bin ein bisschen noch Gänsehaut. Haut ich hier. Das war eben echt ein übler Fight. Geschicklichkeit. Farewell, Ashen One. Dann mal weitermachen. Ich hoffe, ich komme jetzt nach Anor Londo. Weil das soll da irgendwo auch sein. Ich war schon mal in diesem Bereich, wo ich eben war, aber habe das nicht gefunden, weil ich da nur durchgelaufen war, weil die Gegner extrem, da war ich auch noch sehr unterlevelt. Extrem schnell. Und extrem tödlich. Also haben unglaublich viel Damage gemacht. Also mit dem wollte ich mich dann nicht lange anlegen. Wenn die ja zu zweit oder zu dritt kamen teilweise. Und noch die Hunde dazwischen. War das schon übel. Deswegen habe ich mir sämtliche Klamotten mal wieder ausgezogen. Und bin da einfach durchgerusht. Und habe trotzdem jedes Item, was ich so gesehen habe, auch mitgenommen. Sogar teilweise auch noch geschafft, einen Käfer oder mehrere, wenn da genau, zu plätten. Aber das war schon äußerst schwierig. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, ein Drittel war wirklich Souls-like. Jetzt geht das wirklich in Richtung Bloodborne und ich vermisse leider ein paar Ringe, die habe ich noch nicht gefunden. Obwohl ich wirklich das Spiel schon intensiv auch gespielt habe.
Die Sümpfe, ich durchsuche da wirklich alles. Ich klappe jetzt nicht jede Wand ab, um eine Geheimwand zu finden. Das mache ich nicht, aber schade. Also für Kriege habe ich noch nicht so viele. Ah, schauen wir mal hier noch. Erbrauchbare Ringe gefunden. Nee, das ist geschlossen und die da hinten wird auch geschlossen sein. Ich hoffe, dass ich dann gleich links nach Arnolondo komme. Und vielleicht auf zwei alte Bekannte oder einen alten Bekannten, je nachdem, die da zu dem Zeitpunkt auch schon zusammen waren, Ornstein, Smaug, treffe. Die grafische Qualität, wie ihr seht, hier bombastisch. Also teilweise, vielleicht habe ich gleich auch nochmal wieder so einen Ausblick, einen Panorama-Ausblick. Hier an dieser Stelle teilweise wirklich gigantisch toll. Teilweise auch matschige Texturen, also sie schwankt. Aber insgesamt wirklich mindestens 8 von... Oh, zwei Käfer. Ich muss mich entscheiden. Nein. Ich will die wenigstens noch haben. Der andere ist weg. Aber halt, stopp. Wenn ich jetzt zum Leuchtfeuer gehe und wieder zurück, dann ist der andere ja wieder da. Ich mach das mal kurz, weil die sind nicht ganz unwichtig, um die Waffen aufzuleveln. Ja, ich spiele immer noch mit so einem kleinen hier Futzel, mit einer kleinen Futzelstreitaxt. Das liegt auch nur daran, dass ich mein heißgeliebtes Schwarzritter Großschwert noch nicht gefunden habe. Ich habe alternativ Asturias Schwert, aber das gefällt mir noch nicht ganz so gut. Das habe ich fälschlicherweise auch aufgelevelt, so ein bisschen auf +4 habe ich das gebracht und dadurch große Scherben verbraten, die ich jetzt lieber hier auf der Streitaxt. Das ist eigentlich die Standard, die Waffe, die der Krieger am Anfang hat und die habe ich bis jetzt auch treu behalten und aufgelevelt. Ich habe zwar kaum Reichweite, aber ich bin ja, wie ihr gesehen habt, Rollspieler. Ich muss sowieso immer nah an die Gegner ran. Was in dem Fall auch gut war bei dem, weil auf die Entfernung haut er nachher Seelengeschosse raus und er lässt dir da erst recht keine Zeit, wenn du da auf der Flucht bist. Bei dem ist es wirklich gut dran zu bleiben. Und wenn man getroffen wird, gut, ich bin dann geflohen. Das war auch schon riskant. Also er hat so eine Attacke, da rutscht er nach vorne und kann dich mal ganz schnell, selbst wenn du schnell auf der Flucht bist, und rollst und alles noch wegsnacken. Also das ist wirklich schon eine Hausmarke gewesen. Ich würde fast sagen, bisher der schwerste Gegner, den ich bisher hatte. Ah, leider nicht da, der andere Käfer. Wahrscheinlich müsste ich nochmal reisen. Dann mache ich das mal später. Ich will euch nicht langweilen. Ich gehe mal hier weiter. Könnt noch gleich mal einen Ausblick genießen. Ja, das ist schon, naja gut, der jetzt gerade nicht. Aber wenn man zum ersten Mal vor dieser Stadt steht, da böte sich jetzt ein anderes Feuer an, um das mal zu zeigen. Das ist schon fantastisch. Da oben ist wieder so ein Item, wo ich jetzt nicht rankomme. Mir aber mal überlegen kann. Ja, wahrscheinlich von da hinten. Okay. Ach du grüne Neune, was sind das denn für Vögel? Da liegt in der Mitte ein Item. Die werden aufstehen, aber bevor ich mir das hole, gucke ich erstmal hier. Und wie ihr seht, etwas Neues, mein Charakter glüht jetzt. Das ist immer dann, wenn ihr einen Boss besiegt habt. Und so lange, bis ihr einmal sterbt, seid ihr in diesem Glühmodus, der wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht die Werte verglichen, wahrscheinlich bewirkt, dass ich jetzt natürlich, das ist auch eine gute Idee, selbstbewusst aus dem Kampf gehe. Ah, die sind auch übel, ich weiß gar nicht, wie man die sichtbar machen kann. Da noch? Oh ja, das ist noch so ein Magier gewesen. Selbstbewusst aus dem Kampf gehe und dadurch ein bisschen mehr Stärke mache. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das mehr ist. Oh, wo kommt der denn jetzt her? Was ist da noch, ne? Ja, findest du, das ist auch schon wie ein Ring für Zauberer. Das ärgert mich so ein bisschen. Ich finde hier häufig Sachen für Zauberer. Ich habe sogar einen für Pyromanten gefunden. Ich hatte auch mit der Idee gespielt, einen Krieger mit so eine Mischung aus Krieger und Pyromant zu machen. Aber gut, jetzt habe ich meinen Krieger erstmal weiter zum Krieger gemacht und werde später
dann die Pyromantiefähigkeit wahrscheinlich nachschieben. Achso, jetzt gehe ich erstmal ganz kurz hier hoch, um mich mal umzuschauen, bevor ich dann gleich... Okay, erst einmal wieder ein Begrüßungskomitee vom Feinsten. Ist da noch irgendwas? Ja, da geht's nachher weiter. Okay. Ja, wo war ich stehen geblieben? Bei diesem Glutmodus. Ja, er geht selbstbewusster aus dem Kampf hervor und ist wohl stärker. So lange bis zum ersten Tod. Ich hole mal das. Wenn die aufstellen, stehen sie auf. Das ist... Nö, sie schlafen. Und da ist jemand gestorben, hat sich wohl mit denen angelegt. Oh, was ist das denn? Oh. Okay, Leute. Die Lage will ich erstmal checken. Okay. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. So, mal gucken. Hast du nur einer aufgestanden? Okay. Ich gehe erstmal hier weiter. Also wenn er einzeln kommt, ist okay, dann können wir miteinander kämpfen, aber... Nee, hat schon das Interesse verloren, okay. Ist hier noch irgendwo ein Item? Schalten können wir nicht hoch. Nee, scheint kein Item zu sein. Die Tür lässt sich wahrscheinlich nicht öffnen. Ist eigentlich sinnlos, dass ich dagegen gehe, aber klar. Hätte ich mir sparen können. Da ja, bestimmt jetzt am Item vorbeigelaufen, aber ich weiß nicht, was die drauf haben. Die kenne ich noch nicht. Das ist eine neue Gegnerart. Oh, was ist das denn? Irgendwo ein Bogenschütze. Oh, schnell weg, da, bevor man da schießt. Ja, alles klar. Über mir. Ja, es könnte bedeuten, dass da wirklich ein guter Zugang zu irgendwas ist. Das ist kein Zufall, dass man da beschossen wird. Sowas gibt's in dem Spiel nicht. Ich versuche erstmal die Aggro von mir zu lenken. Da oben steht noch einer, glaube ich. Okay. Ein bisschen Sendezeit habe ich noch, ein paar Minuten. Puh. Ja, den da oben kann ich auch jetzt noch nicht abschießen. Das sind zu viele. Irgendwas versteckt? Nee. Aber da, ach Mann, das ist übel. Man kann sich hier kaum mal etwas angucken. Dermaßen aggressiv alles. Ich schaue mir, ich kann hoffentlich die Lage mal von oben gleich begutachten. Arno Londo ist das noch nicht. Da muss es sich sehr verändert haben. Da ist ein Item. Titanitschuppe, die droppt übrigens, falls ihr mal vorhabt, das Spiel zu spielen, im Tutorial diese Kristallechse. Droppt das Ding auch? Das könnte doch Arno Londo sein. Ja, natürlich. Jetzt bin ich ein bisschen perplex. Das erinnert mich doch an Arno Londo. Da läuft man auch auf so einer Strebe den beiden Bogenschützen entgegen. Oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Das mache ich aber gleich erstmal. Hier gibt's jeden Fall noch weiter. Ja, ich glaube, ich habe hier nichts übersehen. Wobei es mich schon reizt, mal zu gucken, was die da hinten drauf haben, die Jungs. Aber ich natürlich oben dann immer noch von Feuer beschossen werde, wird das schwierig. Jetzt gerade ein bisschen viele. Aber ich glaube, ich kann mal kurz einen Blick riskieren. Ob da irgendwo noch ein Item liegt.
Ja, oder auch nicht? Okay. Ich versuche die Mauern zu plätten, weil es macht mich doch zu neugierig zu wissen, was da unten ist. Weil ich sprungdürftig überleben. Ah, natürlich von hinten noch bestimmt. Oh, das ist ein Item. Oder? Nee. Ja, ist natürlich übel. Da war ich vorhin, da wurde ich beschossen. Ah, da muss ich ein bisschen. Na, Glück gehabt, dass er mich nicht beschossen hat. Ist das auch einer da oben links? Ich glaube ja. Ich gehe trotzdem mal ganz kurz hin. Ne, da war nichts mehr. Zum Glück nicht viel Damage. Ah, kam ich ja nicht hoch. Das habe ich vorhin schon gesehen. Okay. Ja, obwohl die Axt so klein ist, ist sie nicht unbedingt schnell. Also, das ist auch mein großes Problem. Ich suche eigentlich nach einer schnellen Waffe jetzt. Ja, dann gehen wir mal runter. Die sind leichter als erwartet. Beziehungsweise da war ich auch noch nicht. Hier unten geht's auch noch weiter. Ja, das ist Wahnsinn. Also das haben sie ganz toll gemacht. Fast jeder Abschnitt bietet so viele Seitwege und Möglichkeiten, noch Sachen auszukundschaften. Ach doch, von da kam ich ja. Stimmt. Gut. Dann wollen wir mal... Warte mal. Das ist im Verhältnis zu Bloodborne wirklich vorbildlich hier gelöst. Und viel, viel, viel schichtiger und variabler gestaltet. Was haben wir denn hier noch? Ist das ein Fahrstuhl? Ach, das ist die Kampffläche. Jetzt bin ich im oberen Bereich. Ist das ein Fahrstuhl überhaupt? Oh, tatsächlich. Nee, das Leuchtfeuer aktiviere ich aber nicht. Ja, da hat der Kampf stattgefunden. Aber kann man ja mal aktivieren. Ne, wenn ich das Leuchtfeuer aktiviere, ist übrigens auch wie in Dark Souls 1. Die Gegner sind dann immer wieder da. Unbegrenzt. Also nicht wie in Dark Souls 2, wo man dann nach 10 bis 15 Mal keine Gegner mehr hatte. Schau ich mal hier um, ob ich noch irgendwas schwer Erreichbares sehe. Da hinten ist zum Beispiel ein Käfer. Warte mal. Hab da eben gesehen. Ja. Da ist ein Käfer. Und in diesem... Es gab einen Bereich, da war auch ein Item, da kam ich nicht ran. Aber ich habe gesehen, das war irgendwie... Wie heißt das? Irgendwie gottlose... Irgendwas gottlose Stadt oder so. Irgend sowas. Da habe ich auch noch ein Item gehabt, wo ich den durchgelugert hatte und gesehen habe, da hinten führt eine Leiter hin. Also das würde ich mir auch noch holen. Das ist auch, da bleibt Souls sich treu. Je schwerer die Items erreichbar sind, desto besser sind sie in der Regel auch. Da ist die Frage, ich habe auch schon schwer erreichbare Items halt gefunden, aber die bringen mir nichts. Ich möchte nicht einen auf Zauberer machen oder so. Also ach so, habe ich hier noch was übersehen? Gefahren, das ist ein Käfer. Ja klar, wäre auch so einfach gewesen. Warum mache ich es so kompliziert? Ich gehe da einfach rum. Hinter was? Nee. Ja, die sind immens wichtig, dass man die kriegt. Das ist auch einfacher geworden. Also die kriegt man viel einfacher. Oh, haut gar nicht ab. Okay. Oh, simpler Edelstein. Ja, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe einen Haufen von diesen Edelsteinen und Giftedelstein und gefunden. Möglicherweise kann man damit die Waffe durchdringen. Aber... Da bin ich immer vorsichtig mit. Da kann man sich auch einiges vermurksen. Wenn man sie mit Blitz oder so durchringt, dann ist
das bei manchen Endbossen gar nicht so von Vorteil. Wenn man diesen physischen Schaden hat und den hoch hat, der wird dadurch natürlich etwas reduziert. Und dann ist die Waffe eher nachteilig. Also da bin ich nicht so ein Freund von. Wenn ich Blitz haben will, dann schmier ich mir was rauf. Davon habe ich auch genug gefunden. Ah, okay. Und lass mich raten, eine Mimik. Nein. Muss bloß aufpassen. Nimm ich einmal Schnapp, bin ich sofort tot. Oh. Oh ja, die Sprünge sind immer noch übel, du. Nein! Doch, hab überlebt. Okay. Boah, das war knapp, du. Gerade sagen, vielleicht soll ich nur einmal schlagen, aber da war gerade die Chance. Ritualspeer. Ja, auch nichts, wo ich jetzt in Begeisterung verfallen würde. Aber haben. Haben möchte ich's. Hier war ich auch schon. Ja, grafisch fast auf Augenhöhe mit Bloodborne. Es gibt hier häufiger, das merkt man, ein paar matschigere Texturen. Jetzt hier gerade nicht drin, aber in den Dungeons teilweise. Aber meine Güte, dafür ist es viel, viel größer. Viel, viel abwechslungsreicher als Bloodborne. Von den Waffen und Möglichkeiten zu experimentieren und von den Klassen. Also ich bin absolut begeistert mittlerweile. Am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht. Die Endbosse waren wirklich einfach. Also mehr als ein, zwei Versuche sind da nicht nötig gewesen, wenn man ein bisschen hingeschaut hat, gut reagiert hat. Aber jetzt hat das wirklich angezogen, drastisch. Ich habe auch die Wächter des Abgrunds, ich gehe mal hier runter, sei es drum. Wächter des Abgrunds war auch eine harte Nuss. Na, spürt ihr euren Freund da hoch? Was ist das für ein Vogel? Ich hab doch gar nicht das Feuer aktiviert. Warum beballert mich denn da schon wieder einer? Komm mit hierher. Komm. Hier können wir kämpfen. Ich weiß nicht, wer das schon wieder war. Ach, da hinten steht einer. Okay. Komm her. Komm her. Das ist fair nur. Boah, ja klar. Er ist auch noch da, du. Ja. Oh, oh. Oh, der scheint mir allein zu folgen. Komm mit. Okay, komm. Was ist das denn? Alter Schwede. Oh, Alter, was hat der denn da drauf, du? Oh. Ach, weißt du was? Einigen wir uns auf Unentschieden. Aber das sind natürlich die, die was Gutes droppen. Aber ich krieg die nicht einzeln weggelockt. Und die sind mir jetzt eine Nummer zu hart. Oh, da liegt noch ein Item. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ich mach mal hier weiter. Ich guck mal ganz kurz hier unten, ob da was in der Ecke liegt. Hecken sind prädestiniert dafür. Da hatte ich, glaube ich, vorhin auch schon. Ne? Da war ich auch schon überall, ne? Da habe ich auch schon geguckt. So, zuletzt war ich hier. Ah ja, genau. Und hab mich wieder heimisch gefühlt schon fast. Oh, ist da jetzt ein Abgrund zwischen oder nicht? Nee, okay. Oh, cool. Ich kann meine Waffe jetzt einmal aufleveln mehr. Das ist cool. Das mache ich jetzt mal nicht. Na, jetzt schießt ihr nicht? Ach, da ist der eine. Okay. Ist da jetzt noch keiner? Ist auch noch ein Item. Oh, ich den Sprung riskiere. Ich kann von da oben runterfallen. Oder soll ich den erstmal plätten da oben? Ja. Den mache ich erstmal weg. Geh schlafen, Kleiner.
Oh, hat es nicht bemerkt. Ist hier noch einer versteckt? Nee. Okay. Ja, wenn ich Zeit habe, dann gelingt es nicht. Aber aus dem Schnellen gelingt es. Ja, ich glaube, das war's erstmal. Ich kann mich in Ruhe um das Item kümmern. Das scheint denn doch Arno Londo zu sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Es hat teilweise Ähnlichkeit. Da ist noch ein Vogel. Okay. Sei es drum. Asche eines Ostländers. Und spielt das ja auch zu einer anderen Zeit. Also es weiß man ja auch aus Bloodborne, wie sich da im DLC das geändert hat. Denn doch anders und teilweise ähnlich aussah. Da ist noch so einer. Jetzt mal die Lage checken, da ist noch so einer. Schade, reicht nicht für eine Sturzattacke, komme ich nicht hin. Okay. Oh, er ist schon wieder. Habe ich den doch mal machen sollen? Okay. Hinten sehe ich auch noch Items. Da komme ich von dort hin. Aber wenn ich jetzt von da oben schnell hinflitze. Ja, machen wir es mal. Ich habe noch ein paar Drinks. Ist auch nicht so dramatisch, wenn ich sterbe. Dieses einmal leveln oder nicht. Und noch eine. Es hat sich gelohnt. Da hinten ist noch ein Item. Nicht darüber. Natürlich so wie vorher auch. Er ist schon wieder... Glück gehabt, fällt auch in Abgrund. Also die KI ist da dann nicht so legendär. Ja, war da nicht auch ein Drachengroßbogen auch? Der war unter dem Fenster, ne? In Dark Souls. Wo man aus so einem Fenster auch bruchstückartig da runtergesprungen ist. Okay. Muss ein bisschen in Bewegung bleiben, weil da irgendwann einer ballert. Ist nichts mehr, okay. Da auch nicht. Ja, genau, jetzt bin ich wieder hier. Ja, der Rundgang hat sich gelohnt. Ich habe gute Sachen gefunden. Also ein Speedrun stelle ich mir hier echt schwierig vor. Aber das sah ich bei jedem Spiel am Anfang. Das habe ich bei Dark Souls 2 auch gedacht, bei Bloodborne auch. Aber es würde mich nicht wundern, wenn sie es diesmal bewusst den Speedrunner ein bisschen schwerer gemacht haben. Nun gibt es schon welche, die knallen das Ding in 1,42, aber ich glaube 1,29 ist derzeit der Weltrekord durch. Aber das ist denn wahrscheinlich ohne, ich habe mir die jetzt noch nicht angeguckt, um mir die Vorfreude zu verderben. Das, das ist wahrscheinlich, hier kann ich nicht rein, nee, das ist wahrscheinlich dann wirklich nur die Muss-Bosse. Ich glaube, dieses hier ist optional Arno Londo. Bin mir aber nicht sicher. Bin mir noch nicht mal sicher, ob das überhaupt Arno Londo ist. Oh, ich dachte, an der Kante trifft er mich nicht. Das war meine volle Breitseite. Okay. Vielleicht habe ich ja Glück. Beweis der Eintracht. Okay, gab es das schon in Dark Souls? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht kann ich hier mal einen kleinen Blick erhaschen, ohne angeschossen zu werden. Ja gut, das ist jetzt nicht beispielhaft. Da gibt es Bereiche, da kann man von oben schauen. Das ist Wahnsinn. Also gerade wenn man vor dieser Stadt, in der ich vorher war, sich befindet und zum ersten Mal aus dem Höhlensystem rauskommt und dann in der Ferne diese... Bauten sieht, das ist schon Wahnsinn. Da hat es auch zu dem Zeitpunkt geschneit noch. So ein wenig. Da gibt es schon also wahnsinnige Ausblicke. Ganz toll. Und das Schöne wie immer, was ihr seht, könnt ihr auch erreichen.
Ja, die Rüstung ist schon ganz nice. Also ich ziehe die mal an. Die gefällt mir. Ich achte jetzt mal nicht so auf die Werte. Ein bisschen mal was für die Optik tun. Wo ist sie? Das ist sie, ne? Ja. Ja. Wirklich bin ich auch noch. Müssen wir da nachher weiter. Alles klar. Komme ich da noch irgendwie hin? Wahrscheinlich später von oben. Oh ja. Herrlich. Es ist herrlich, vorher schon mal zu erkunden, wie groß, wie komplex die Bauten sind. Um dann, vielleicht habe ich hier noch irgendwas übersehen. Nee, nichts mehr versteckt. Um dann, dahinter war ich schon, um dann die Bereiche auch wirklich zu erreichen. Das ist wirklich toll gemacht. Was habe ich da unten gehört? Ach, hier bin ich. Alles klar. Nee, nicht alles klar. Das kann ich doch noch nicht. Was grummelt da so? Lass mich raten. Irgendwas beschießt mich gleich. Doch. Das war jetzt nur eine Abkürzung. Dann scheine ich hier irgendwie weiter zu müssen. Ich habe jetzt nicht gesehen, wo ich da weiterkomme. Auch schon überall. Da hinten ist noch was. Bringt er mich weiter? Das weiß ich jetzt nicht. Ach so. Ich kann natürlich auch hier reingehen. Hier war ich noch nicht. Gut. Alles klar. Ja, manchmal. So nah und doch so fern. Ja. Ja, Glut habe ich auch sehr, sehr viel gesammelt. Was es mit Ember auf sich hat, weiß ich auch noch nicht. Das habe ich noch... Ah, hier ist ein Hebel. Mal gucken, was jetzt passiert. Vielleicht die Plattform da drin, dass ich die bewegt kriege. Ember, ich habe nun mal gehört, dass dadurch eben die, auch die Lebensenergie ein bisschen aufgeputscht und die Stärke wird. Ach, ja. Ja, scheint das Arno Londo zu sein. Das mit den Helix-Treppen, das ist eigentlich Arno Londo-Style. Oder ich befinde mich auf dem Weg dorthin und das ist sozusagen ja das Vorspiel. Ja, und den kann man nachher wieder drehen. Oder was heißt nachher? Das werde ich wahrscheinlich gleich schon müssen. Ich komme weder da noch dort. Oder mal noch dorthin. Ja, den Bereich kenne ich ja da hinten. Bleibt mir gar nichts anderes. Was ist da unten? Ja, alles klar. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. Als jetzt mal zu drehen. Den Hebel wahrscheinlich auch. Jetzt bringen die wahrscheinlich wieder auf Ursprungsniveau. Oder zweimal. Ein zweites Mal gleich noch. Ah, nee, das Ding fährt weiter hoch noch. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Das denn so ist wie in Dark Souls, da ist der Wendelin nochmal ver... Der Zwitter Wendelin, beziehungsweise
Jetzt wird das ja nicht. Wie war das überhaupt? Wendelin, auch eine interessante Geschichte. War Wendelin jetzt ein Junge, der ein Mädchen sein wollte oder umgekehrt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, das scheint doch Anolondo zu sein. Cool. Nice. Ich werde da mal ganz kurz, wenn das ja wirklich so ist, Ornsteins Mauer vielleicht besuchen. Das kriege ich vielleicht noch auf meine Sendezeit jetzt rauf, wenn es schnell geht. Ich wollte mal kurz meine Istos auffüllen. Dann flitze ich da mal durch. Ja, Wahnsinn. Das hat auch ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Drängli-Schloss aus Dark Souls 2 jetzt. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Da hatte es gewittert zu dem Zeitpunkt. Hier sind die Wolken düster. Beziehungsweise, also der Himmel sehr dunkelblau. Ja, nice. Ich guck mal, wie weit ich noch komme in 2-3 Minuten. Vielleicht schaffe ich das ja. Es hat sich auch was verändert. Die wird sehr wahrscheinlich nicht offen sein, die Tür. Oh. Damals ist man hier erstmal rechts gelaufen. Dann hier runter. Das geht nicht. Doch. Ja, das ist es. Das ist es. Das Item will ich noch schnell haben. Hoffen wir jetzt nicht runter. Kann ich hier irgendwie runter? Nee. Okay. Nee, soll gut sein. Ich hätte jetzt gedacht, im Souls-Spiel, Dark Souls, käme man jetzt hier über diese Gerade runter und dann musste man nachher dann wieder links und da waren oben die beiden Bogenschützen. Aber die hatte ich ja theoretisch vorher schon. Also es scheint doch Anolondo zu sein. Also spätestens, wenn ich auf Ornstein Smaug treffe oder einen von beiden. In Dark Souls 2 war ja auch Ornstein, wenn er es denn war. Das Lösungsbuch lässt es auch noch offen. Ich sag mal, Ornstein war es. Aber das Spiel hält sich weiterhin, genau das ist auch ein Zeichen der Serie, weiterhin bedeckt. Es gibt viel Interpretationsstoff. Es gibt wieder viele Items zu lesen, um etwas über diese tolle Geschichte zu erfahren. Ja, am Anfang war ich ein bisschen... enttäuscht, weil es zu einfach war. Und jetzt bin ich hellauf begeistert. Also jetzt komme ich... Also bestimmt demnächst auch mit dem Charakter an meine Grenzen, sodass ich mir was einfallen lassen muss. Was ich denn auch werde müssen, wenn ich hier einen Speedrun durchmachen will. Da muss ich natürlich jeden Weg kennen. Wissen, welcher Boss auf was, wie reagiert. Ich habe jetzt noch nicht viel mit diesem Schmierkram rumprobiert. Nur bei einem extrem nervigen Endboss, Jorm dem Riesen, mit Gift habe ich da versucht. Ich habe so wenig Damage gemacht, egal was ich raufgeschmiert habe. Also das ist wirklich ein absolut lästiger Boss. Für den es allerdings eine einzige Special-Waffe gibt. Aber mehr verrate ich nicht. Mit der er der leichteste Boss im Spiel ist. Aber wenn er diese Waffe... nicht, ich will auch nicht zu viel verraten, nicht findet, ist er wirklich lästig. Dann dauert ein Kampf gern mal eine halbe Stunde. Je nachdem, welche Waffe, wie hoch die gelevelt ist und wie viel Hits ihr landet. Ich habe mit meiner Streitaxt hier da in manchen Zeitfenstern dreimal schlagen können und das ist bei dem ein Witz. Lächerlich wenig, der hat, lass mich kurz nachrechnen, 22.800 Lebensenergie und ich habe 90 mit einem Schlag gemacht. Aber nur so viel, es gibt hier Überraschungen, es gibt auch wieder Gegner, die muss man überhaupt als solche erstmal erkennen. Es sind Massen und ihr müsst wissen, herausfinden, welches da der richtige ist. Welcher überhaupt aus dieser ganzen Masse Damage kriegt. Ja, ich finde, die haben wunderbar das Beste aus Dark Souls 2 mit dem Besten aus Dark Souls 1 und mit dem Besten aus Bloodborne verknüpft. Bisher. Also für mich bisher wirklich das Spiel des Jahres. Ich bin jetzt endgültig überzeugt. Ich bin hier so im Flow auch gefangen. Ich werde heute noch weiterspielen. Grafisch sicherlich die ein oder andere Textur hätte man schöner machen können.
Meine Güte. Aber die Balance stimmt. Was mir auch aufgefallen ist und diese Idee mit diesem, ihr seht jetzt Lydia nicht mehr, aber vorher mit diesem übersteigerten Stolz oder Selbstbewusstsein, was eben mehr Kräfte freisetzt bei dem Charakter in dem Moment bis zum Tod, da wird er wieder sozusagen auf den Boden der Tatsachen geholt, ist toll, ist sehr gut. Für mich als Speedrun-freudigen Menschen ohnehin, also wenn man es dann schafft, wirklich das Spiel irgendwann ohne zu sterben mal durchzuspielen, bleibt man ja ständig in diesem Zustand. Das wäre ja richtig gut. Beziehungsweise, wenn man dann einmal am Boss scheitert und ihn dann beim zweiten Mal schafft, hat man den Zustand. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ob die Speedrunner da überhaupt gestorben sind oder ob sie das wirklich ohne Verlust da gemacht haben. Ja. Was weiterhin übel ist, das ist mir aufgefallen, ja, das Rollen ist nicht mehr so einfach. Also das muss jetzt wirklich stimmen, sonst hauen dich Gegner auch aus dem Rollen weg. Also da haben sich auch die Kritik der Fans zu Herzen genommen. Also da muss man wirklich exakt rollen. Sie ist auf Verdacht rollen, geht manchmal noch, aber eher ungeeignet. Da gibt es auch Gegner, die hauen dich da so weg. Also gerade in der Stadt, wo ich eben war. Was gibt es sonst noch zu sagen? Musikstücke bisher sehr gut. Eigentlich wie immer. Dramatischere, es gibt ruhigere Stücke. Auch wieder diese Geigenklänge sind vertreten. Also dieses Melancholische kommt rüber, aber nicht ganz so extrem wie in Dark Souls. Es sieht freundlicher aus, was ich total schön finde. Ich bin ohnehin mehr ein Fan von Dark Souls 2 gewesen als von Dark Souls 1. Wo die internationale Fachpresse und die Fans ja anderer Meinung waren. Dark Souls 2 als den schlechtesten Teil sehen. Für mich war es der beste Teil, gerade durch diese freundlicheren Farben. Hat es für mich nicht etwas Beklemmendes der Atmosphäre genommen. Also es lebt von diesem Wechsel eben. Und das haben sie wahrscheinlich auch erkannt. Es muss nicht immer nur düster, düster, düster sein. Es lebt auch mal von dem Wechsel von hellen wieder ins Düstere, um diese beklemmende Atmosphäre vielleicht noch zu verstärken. Das hätten sie meines Erachtens auch manchmal noch mehr machen können, wenn man sich auch mal ein bisschen Lara Croft-mäßig hier erkundungstechnisch ruhiger umsehen hätte können. Also das ist wirklich schwierig. Man kommt in neue Gebiete, möchte einfach mal erstmal gucken, genießen. Ey, da wird man sofort bekämpft, beschossen. Da wäre manchmal Entschleunigung vielleicht für einen Spannungsbogen zuträglicher gewesen. Sei es drum, ich bin restlos begeistert. In diesem Sinne, bye bye und auf Wiedersehen. Und bei Bedarf stelle ich noch mehr rein. Spätestens ein Speedrun, sofern ich ihn denn schaffe. Alles klar, tschüss.